So ein. Vielleicht erkennst du es. Hier war früher der Gang, wo wir immer runter sind mit den Fackeln. Genau. Und wenn du hier links entlang gehst und diesen Fackeln ein klein wenig folgst, aber nur ein klein wenig, siehst du mich inzwischen wieder? Kein Stück. Kein Stück, okay. Bei dieser Fackel hier jetzt Stopp und nach rechts drehen, da siehst du da hinten doch das Nether-Portal, oder? Da rechts hin. Das haben du und oder Nektura und oder Nektura mal gebaut. Das führt hier in den Ja. Sumpf. Ja, Und da müssen wir genau. rein. Gut. Aber pass auf, hier sind lauter Löcher. Vor allem direkt, wenn du aufs Portal zu rennst, ist da irgendwo ein Loch. Habe ich gesehen. Hat Taren gegraben, weil er sich da unten irgendwas ansehen wollte. Frag mich nicht warum. Stimmt, das war dieses geile Portal auf dem Baum. Genau. So, und in Richtung Sumpf einwärts müssen wir jetzt gehen. Ich sehe dich jetzt wieder. Ach, du siehst mich wieder. Okay, cool. Ich habe dich nur im Never nicht gesehen. Da wurde weder der Nametag noch der Model geladen. Lol. Okay, du müsstest es bald sehen können. Also ich sehe es schon. Auch. Da ist es. Das ist riesig. Es ist noch nicht mal an. Es ist vielleicht zur Hälfte erstmal fertig. Wenn überhaupt. Yay. Hä, wo bist du? Ach, rechts. Nein, Aber verstell bitte nichts von dem Redstone. Auch kein Tick oder sowas, weil nein. es ist wirklich perfekt eingestellt. Ich habe nicht vor, was zu verstehen. Ja. Ja, ich töte dich auch nicht. Tyron wird es tun. Das ist okay, den kenne ich nicht. So, wo bist du jetzt hin? Ah, da bist du. Warte mal kurz, das ist eine Spinne. So. Wir haben Ja. hier auch einen Bruchsteingenerator, den hat Tyrion gebaut, damit wir nicht immer nach Hause müssen. Bruchstein holen. Ja. Geht ja schnell sowas. Ja. Schaut auf jeden Fall sehr eindrucksvoll aus. Fast wie so eine aztekische Arena hier. Ja, tatsächlich ist es auch schon gedacht als aztekische. Das hier ist die Grube der Monsterfalle, in der die Monster fallen sollen, um zu sterben. Ich habe gesehen, es gibt einen Weg runter. Ich wollte den Weg runter nehmen. Ich habe den Weg noch nicht getroffen. Dann darfst du ihn jetzt runtergehen. Hallo. Die Grube hat Tyrion gegraben, die ist aber auch noch nicht fertig. Die muss noch ein bisschen tiefer gehen. Nee, ich fand sie tief genug. Wir haben gesagt, wir machen sie so tief, dass jeder, der darunter fällt, egal wer, stirbt. Hallo. Nimm mal deine Sachen und teleportiere ich dich wieder hoch. Oder nee, warte, hier geht's hoch. Ach, da geht's hoch. Super. Dann gehe ich da hoch. Ja. Und zwar auch ein Spieler mit kompletter Diamantrüstung und Federfall 5 auf den Stiefeln. Der muss Wieso? auch. Der. Nee, halt. Doch, auch die müssen sterben. Also jeder soll sterben. Aber wieso? Damit es wirklich eine Opfergruppe ist, bei der man stirbt. So, und jetzt kommen wir mit. Opfergrube klingt gut, aber es ist noch nicht tief genug, ne? Also wenn ich jetzt Nein, einen Ticker es stirbt, nur wird noch nicht. noch tiefer gemacht. So, jetzt überlegen, welche ist welche. Ich glaube, das hier war. Ich schau mal nach vorne. Dann nach vorne. Da siehst du ja die Treppen. Zack, weg. Zack her. Ja. Und jetzt pass auf. Richte deinen Blick gen Mitte und pass auf. Das ist cool. Und die Treppen, die gehen tatsächlich runter. Das ist saugeil, das ist gemacht. Automatisch gehen die Treppen runter. Und es werden halt eigentlich alle Monster einfach runter in die Grube gestoßen. Und auch alle Gengors. Finde ich an sich sehr cool. Und das Wasser fließt genau bis zum Rand. Das heißt, wenn man Ja, runterfällt, klar. ist kein Wasser da, das einen rettet. Das ist Also leb gut. wohl, Gringor.
Oh, er nimmt den Weg. braucht noch ein bisschen. Jetzt. Cool gemacht, oder? Es ist alles für, das hier, diese drei großen Reihen, die du übrigens siehst, das sind Tribünen. Okay, Gringo ist weg. So, komm wieder zurück, Gringo. So, man merkt, er ist bereits aus Minecraft draußen. Wir könnten ihn jetzt schieben. Aber ich bin ja nicht so fies. Wir können ihn da drauf schieben und wenn er wiederkommt, dreht er sich wieder runter. Tyron würde es machen. Ah nein, ich mach's lieber nicht. Gringo ist schon oft genug gestorben heute. ja. Also seine Verbindung ist eigentlich gut. Ah, geil, dass Gringo heute wieder da ist. Gefällt mir. User joined your channel. Ah, da ist er wieder. Passwort einzutippen ist immer so ein Spaß. Ja. Tatsächlich ist Dienst hier komplett abgestürzt. Ah ja. Deswegen muss ich dir jetzt mit diesem Stock den Hintern versohlen. Ich habe ein Diamantschwert. Ich habe einen Stock. Ich habe einen Knochen. Hey. Ich weiß ja leider, wer gewinnt. Ich hab volles Herz. Du hast mir doch nicht ein Viertel Herz abgezogen, gell? Well? Du hast mir nicht ein Viertel Herz abgezogen, also echt. Fast down. Wie viel Herz hast du noch? Vier. Also ich glaube, das Skelett hinten könnte dich jetzt töten, oder? Welches Skelett? Oh ja, vielleicht gibt mir das einen Buch. Komm ran. Skelett. Gringo war shoot bei Skeletten. Gringo war Skelett erschossen. Well, es ist sowieso Zeit für mich ins Bett zu gehen, langsam. Oh, warte mal. Ich wollte dich jetzt teleportieren und hab ausgesehen das geschriebene nochmal gemacht. Da rechts. Da sind meine Sachen. Ja, gehen wir nach Hause, oder? Ja. Es ist schon ja. 10 nach 11 und ja. Ich muss morgen. Wann musst du morgen aufstehen? 5:30. Oh geil, ich esse um 7. So wie jeden Tag 5:30. Ich auch um wie jeden Tag um 7 Uhr. Nice. Und dann bleibe ich meistens noch bis 8 Uhr liegen. Leb wohl, Gringo. Ja, du hast überlebt. Ich wundere mich auch wie, aber. Du hast auch ein halbes Herz? Nee, ich hatte sogar noch 6 Herzen oder so. Echt viel eigentlich. Na gut. Ich finde den Weg. Du findest den Weg, okay. Nervous-Portal ist zum Glück nicht so leicht zu übersehen. Ja, da hast du recht. Naja, aber das ist echt geil mit meiner Arbeit, weil ich habe halt flexible Arbeitszeiten. Ich gehe irgendwann in die Arbeit, arbeite meine Stunden ab. Und geh dann wieder heim. Das heißt, wenn ich möchte, bleibe ich halt den ganzen Vormittag daheim und arbeite halt den ganzen Nachmittag bis zum Abend hinein. Oder ich gehe jetzt gleich in der Früh hin. Mann, diese blöde Skelett. Ich gehe gleich in der Früh hin und arbeite dann morgen, vormittags, mittags und komme dann nachmittags, spät nachmittags wieder nach Hause. Das ist cool, aber ich bin eher der Mensch, der um 8 Uhr spätestens anfängt und dann relativ früh nach Hause kommt. Das möchte ich eigentlich auch, aber ich habe das Problem. Ich hatte nie Probleme zum Aufstehen, ja?
Nie. Ja. Aber seit ich diese flexiblen Arbeitszeiten habe und keinen Zwang mehr habe aufzustehen, ja, bleibe ich einfach liegen. Das ist was anderes dann. Ja, eben. Ich würde so gerne. Ich sagen, ist jetzt in der neuen Wohnung, haben wir jetzt zweimal geschlafen und. Und? Das war gerade sehr knapp. Ja, bei mir war es da hinten auch sehr knapp. Ich habe mich gewundert, warum ist hier Licht? Und dann, oh, oh, stimmt, hier gibt's hier Lava und bin nach rechts ausgewichen. Mhm. Und dachten wir, das wäre so lustig, wenn du vorbeirennst und ich renn halt rein. Nee. Wahrscheinlich wäre es eher andersrum gewesen, sind wir mal ehrlich. Wir wären beide fast reingefallen. Schon klar. Ja, ich auch. Ich sehe dich schon wieder nicht. Sehr nice. Ich sehe dich schon. Vielleicht solltest du mal deine Java-Version updaten. Hast du gewusst, dass Minecraft mit einer standardmäßigen Java-Version installiert wird, die auch aktiviert ist, und wenn du das Java von deinem PC machen möchtest, musst du das in den Minecraft-Settings setzen? Okay. Ich glaube, die Java-Version, mit der Minecraft ausgeliefert wird, ist Vollversion 1.8 Update 46 oder sowas. Und es gibt halt schon 1.8 Update 200 noch was. Ja, ich meine, aus Sicht von einem Programmierer ist natürlich sehr praktisch, weil du nur auf eine Java-API programmieren musst. Ne? Ja, das stimmt schon, aber wenn du... wollen wir nicht das Portal zurück zum Brunnen nehmen? Ja, ich suche das Portal gerade. Ja, dann komm mit. Aber hier ist doch auch ein Portal, oder? Ja, aber dann kommen wir zum Tempelberg. Oder willst du jetzt doch noch das Geheimnis suchen? Eigentlich nicht, ich will eigentlich raus. Dann folge. Wow, oh, da hat sich gerade eine Tür geöffnet, das ist unheimlich. Okay, komm hier wieder runter, die Treppe runter. Da ist eine Treppe? Da ist nicht. Ich habe eine Treppe gefunden. Genau, das ist die richtige Treppe, hier durch die Tür, die sich öffnet. Unheimlich. Da öffnet sich einfach random irgendwo Tür. Ja, dann hier wieder runter, zurück, hier durch das Loch. Nicht durch die Festung? Nein, das ist schon an der Festung angeschlossen. Bei der bei der Festung kommst du zurück in zum Tempelberg. Aber, ja, wir können das andere Portal nehmen, wo wir direkt am Brunnen rauskommen. Der Wohlkrieger. Fuck, ich glaube, du bist in die Lava gefallen, oder? Mhm. Und die Lava war nur ein Block groß? Die Lava war ein See. Ganz weit unten. Du bist zu Hause, Gränger. Juhu! Quatsch. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier nicht noch irgendwie runterfall. Well, ich bin daheim. Ich war als erster daheim. Also für dich gehört mir alle Loot, der im Dorf ist. Der im was? Im ganzen Dorf. Nein, vergiss es. Aber ich war der Erste, der daheim war. Ja. Ich bin aber auch daheim. Außerdem bist du der Erste, der in deinem Haus ist. Ja? Ich bin nicht in meinem Haus. Wo bist du? Ja. Das ist sogar gerne weiß. Wo bist du, wenn du nicht in deinem Haus bist? Oh, ja. Ich muss mich suchen. Ich habe einen ganz speziellen Platz ausgesucht. Wo ich. Ah, du bist im Pilzhaus. Nee. Wo ich mich noch verabschieden werde. Oh, das ist blöd. Ja. Ah, du bist im Dorf in dem Haus. Weiß ich nicht. Bist du gerade rausgesprungen? Nee. Ich bin an einem Ort und da bleibe ich jetzt. Sag mal, bist du bei mir etwa im Haus? Er sagt nichts, also es wird es wahrscheinlich so sein. Also ich glaube, ich habe da gerade was gesehen, oder? Nein. Ich kann dabei ja aus meinem aktuellen Paper vorlesen. Ja. Wo bist du, Deep Gringo? Neural networks are powerful models that have achieved excellent performance on difficult learning tasks. Although DNNs
work well whenever large label training sets are available. They cannot be used to map sequences to sequences. In this paper, we present a general end-to-end approach to sequence learning that makes minimal assumptions on the sequence structure. Und so weiter und so fort, ist der Abstract, den kannst du durchlesen. Ich glaube, ich weiß, wo du bist. Du bist in dem Baumhaus von Nictura und dir, oder? Gringo? Das bin ich. Bist du bei dem Baumhaus? Sag ich dir nicht. Ich fahr mal hin. Ich kann so viel sagen, dass ich jetzt nicht weit weggefahren bin. Dafür hatte ich keine Zeit, ich hatte nicht mal mehr ein Boot da. Ja, deswegen wirst du vermutlich immer noch da sein und ich hole dich gerade mit dem Boot ab. Nee, ich bin in einem Gebäude irgendwo im Dorf. Ach so. Hä? So viel kann ich sagen. Du bist in Zus. Mhm. Und du bist in diesem Gebäude im am Bett. Nee, kein Bett. Wie gesagt, ich habe mich irgendwo versteckt. Ach so. Du hast dich versteckt. Soll ich dich jetzt suchen? Ja. Und du schleichst, vermute ich. So dass ich den Nametag nicht sehe. Danke für den Tipp. Na toll. Ich hätte es vielleicht nicht sagen sollen. Mhm. Na gut, dann suchen wir mal Gringo. Das kleine Versteckspiel machen wir noch. Es ist auch nicht sonderlich schwer. Ist es nicht. Ja, mal sehen. Ich bleibe auch in Ordenstelle, also keine Sorgen. Okay, mal sehen. Ob ich dich schnell oder nicht schnell finde. Hier bist du nicht. Bist du vielleicht dort? Nein? Hallo, Gary. Nein, bist du auch nicht. Also, dass sich nicht bei Gary versteckt. So, wie sieht's hier aus? Nein. Bist du hier? Nein. Hier auch nicht. Zieh ich fest. So, mal sehen. Hat er sich hier irgendwo zwischen den Kisten versteckt? Nein. Du hast ja doch länger als ich gedacht, ja. Du hast dich offenbar woanders versteckt als das, wo ich dachte. Ja, das ist... Also in einem anderen Gebäude. Vermutlich. Hm. Hier auch nicht. Dann gehen wir ins nächste Gebäude. Es gibt in Zus ja nur 4 Gebäude mit Betten. Es ist keins mit Bett. Also muss nicht eins mit Bett sein, meine ich. Ah, so. Zack, ich bin in irgendeiner Struktur in Zus. Ah ja. In? Hm? In einer Struktur? Ja, so viel kann ich sagen. Okay. Das macht's einfach. Du sollst mich ja jetzt nicht ewig suchen. Okay, hier auch nicht. Hier auch nicht.
Vielleicht bist du hier drin. Nein. Natürlich bin ich hier drin. Wo auch immer das sein soll, ich weiß es nicht. Du bist aber nicht in die Mine reingegangen, oder? Nee. Okay, weil in der Mine hätte ich jetzt keine Lust gehabt, dich zu suchen. Nee. So unfair bin selbst ich nicht. Nicht immer. Okay. Was gibt es sonst noch? Schauen wir hier nochmal nach. Sag dich, du laufst hinterher und schaust dir gerade durchs Fenster. Dabei war das eine Kuh. Danke. Bitte. Hast du dich bei den Ställen versteckt? Du brauchst wirklich länger, als ich dachte, dass du mich findest. Offenbar. Hm.